Wenn du die drei wesentlichen Trends, die durch Corona erheblich beschleunigt werden, für dich und dein Unternehmen nutzt, sind nach der Krise Personalengpässe, zu hohe Fixkosten und fehlendes Know-how für dich ein für alle Mal Vergangenheit. Die folgenden drei Trends werden durch Corona erheblich beschleunigt und das ist das Wichtige daran zu verstehen, sie ergänzen sich extrem gut, um dich und dein Unternehmen zum digitalen Champion zu beschleunigen. Die drei Trends sind folgende. Erstens, Remote Work. Jedes Unternehmen hat damit Erfahrung gemacht. Manche glauben, das funktioniert für uns nicht und gehen danach wieder ins Büro zurück. Andere bauen die Erfahrung systematisch als Chance aus und nutzen sie, um die Möglichkeiten zu schaffen, dass Experten unabhängig von einem bestimmten Ort in der Organisation erfolgreich mitarbeiten können. Zweitens, Freelancer. Der globale Drang zu mehr Selbstbestimmtheit, Eigenverantwortlichkeit und Freiheit führt dazu, dass es immer mehr Freelancer gibt. Das heißt, es wird immer schwerer, neue gute Mitarbeiter in Festanstellung zu finden und nochmal schwerer wird es, wenn diese nur vor Ort mit dir arbeiten können. Die Unternehmen, die globale Freelancer systematisch einsetzen, haben Zugriff auf globales Know-how und sind voll flexibel, sowohl in den Skills, in den Kapazitäten als auch in der Kostenstruktur. Und drittens, Cloud-Tools. Cloud-Tools heißt nicht nur, dass du keine lokalen Server mehr hast und sich jemand anders um die Wartung und den Betrieb kümmert. Cloud-Tools bieten dir die Möglichkeit, deine gesamte Arbeitsumgebung zu digitalisieren, große Teile zu automatisieren und Mitarbeitern auf der ganzen Welt Zugang zur Arbeit in deinem Unternehmen zu bieten. Genau wie mit Freelancer-Teams hast du mit Cloud-Tools abhängig von deiner Nutzung nur die Kosten, die du wirklich brauchst. Du kannst also damit konsequent einen Großteil an Fixkosten in variable Kosten umwandeln, um dein Risiko deutlich zu reduzieren. Remote Work, der Freelancer-Trend und Cloud-Tools in Kombination mit agilen Standards ermöglichen Unternehmen Flexibilität, die bisher nur schwer vorstellbar war. Sowohl im verfügbaren Know-how, in Skills, in Kapazitäten, als auch in der Kostenstruktur und das für sie auszunutzen. Mit diesem Setup bekommst du die Flexibilität, die du brauchst, um schneller als deine Mitbewerber neue Chancen am Markt ergreifen zu können, Risiken durch einbrechende Umsätze und zu hohe Fixkosten abfangen zu können und durch Zugriff auf globales Know-how dein Unternehmen zum digitalen Champion zu entwickeln. Und wenn du mehr über diese Strategie erfahren magst, findest du alles weitere unter dem Video, wenn du auf den Link klickst. Jetzt würde mich aber noch interessieren, welchen Weg hast du während Corona eingeschlagen und wie nutzt du diese Trends für dein Unternehmen? Schreib's gerne als Kommentar unter das Video. Ich bin sehr gespannt und freue mich über dein Feedback.